Tony. Die haben totalen Schaden. Eine Nuklearbasis? Schon klar, Mann, aber... Jetzt sind diese Irren zu weit gegangen. Meine Waffen sind intelligenter, genauer, effizienter. Aber mit Atomwaffen? Das ist willkürliche Zerstörung. Ja, du kannst jemanden verletzen, aber hör mir mal kurz AIM zu... AIM ist eine Bedrohung. Daher will ich ja mit dir reden. Rudy, hier, schau dir das an. Eine Kernschmelze. Aber zu welchem Zweck? Zuerst wollte ich meine eigenen Waffen vernichten. Und das war einfach, aber... Ich weiß über die AIM Bescheid. Und da ich es weiß, ist es wohl meine Pflicht, etwas zu unternehmen. Stimmt's? Oder nicht? Tony, hörst du mir vielleicht einmal zu? Pass auf, wir haben Kontakt zu einem unserer Schiffe verloren. Es ist ein fortgeschrittener Prototyp auf Jungfernfahrt. Wir glauben, AIM steckt dahinter. Wir haben bereits mobil gemacht, aber es geht nicht schnell genug. Informier mich in der Luft. Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Iron Man. Mein Name ist ZTP und ja, wir sind jetzt bei Verlorener Zerstörer. Die Kommunikation mit einem Flugzeugträger-Prototyp ist abgebrochen. Alles weist auch darauf hin, dass AIM dahinter steckt und Waffen von Stark Industries mit im Spiel sind. Berge das Schiff, rette die Crew und eliminiere etwaige Bedrohungen durch AIM. Gegen die Uhr 14 Minuten. Zu vernichtende Feinde 100. Ach, oh Gott, nee. Was können wir denn diesmal hier mitnehmen? Wir können wieder neue Energiesysteme upgraden. Ach, reicht doch gerade so das Geld. Sehr schön. So, das hatten wir letztes Mal. Hui. Energiesysteme auf vollen. Schneller Unibeam oder Energieumwandler? Bam. Schneller Unibeam auf jeden Fall. Damit sollten wir jetzt... denke ich, gut gewappnet sein. Hoffe ich. Man hat ja gesehen, der Energiekern ist jetzt voll. Volle Kanne. Haha. Ich habe mir letztens Tee eingegossen. Volle Kanne. Haha. Ach nee. Ich weiß gar nicht, welche Mission das jetzt ist, beziehungsweise welche Folge. Ist mir eigentlich auch egal. Aber jedenfalls waren es, glaube ich, 11 Missionen, die es insgesamt gibt für das Spiel. Und daher müssen wir dann mal gucken, wie lange das ganze Projekt hier noch geht. Also pro Folge ist ja bisher immer eine Mission gewesen. Wir haben den Kontakt zum Schiff schon lang verloren. Ist neueste Technik. Milliarden wert. Ich weiß, ich hab's dir verkauft. Also warum? Denen gehören doch schon etliche deiner Waffen. Sie brauchen Energiequellen, Rhodey. Und die hat der Reaktor auf diesem Schiff in Hülle und Fülle. Ich kenne jetzt schon die erste Mission. Bestimmt soll ich zum Zerstörer. Basisverteidigung fand ich. Oh, hab mich doch geirrt. Komme ich da jetzt einfach so rein? Steuerungsdrohnen fernzubleiben, Sir. Ja. Kannst du mal bitte auf was anderes schießen? Danke. Ey, die können gut reinhauen. Und diese Drohnen sind doch ein bisschen nerviger, als ich dachte. Komm, bitte. Ich habe jetzt hier keinen Bock, schon zu sterben. Wow. Hast du das gesehen? Ich empfehle die Vernichtung der restlichen feindlichen Streitkräfte. Ja, ich bin noch dabei. Also, wenn es sich bewegt, erschieße ich es. Richtig? Ich glaube, das habe ich kapiert. Irgendwas habe ich ja kaputt gemacht, was ich gar nicht kaputt machen wollte. Ich habe nur einen Schrei gehört. Hier ist noch was. Ah, ist noch mehr. Ach, das ist doch schön. So ein Scheiß, aber auch verdammt! Warum bin ich nicht weggeflogen, ich Idiot? Ich hätte es jetzt gar nicht so verbrauchen dürfen. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Alles okay? Die müssen eine Art Steuereinheit oder so besitzen. Mein Anzug gibt mir ein wenig Schutz, aber die Crew auf dem Schiff... Boah. Also an dem Feld drinnen zu stehen ist nicht gut. Das haben wir jetzt kapiert, glaube ich. Fehler im Anzugsinterface. Fehler im Anzugsinterface. Verdammter Controller-Mist. Etwas Schutz, korrekt.
Die primären Kontrollsysteme können tatsächlich ist mir nicht aufgefallen. Zack. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe den Anzug immer noch nicht gewechselt. Ich wollte doch wieder umwechseln zu diesen, Was? Ich wollte doch wieder wechseln zu dem anderen. Dass wir... Ach komm, jetzt lass mich doch mal das Ding da kaputt machen. Ja. Was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ihr habt aber gesehen, wie viel da unten los ist, ja? Ey, nee. Das ist übertrieben. Das ist gerade wirklich übertrieben, was die hier verlangen. Kann ich die Dinger eigentlich auch vom Nahen kaputt machen? Ich hab's irgendwie geahnt. Ey, die schießen und schießen einfach bloß. Die müssen ja auch nichts anderes machen. Aber ich ja eigentlich auch nicht. So, komm, komm, komm. Verdammt, die Waffen von AIM sind fast so gut wie meine, Rody. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass sie aus deinem Mund zu hören, Tony. War ich das eben? Da haben sich wohl diese Gedankensteuerungsdinger eingemischt. Feindliche Streitkräfte auf halber Stärke. Halber Stärke? Was? Rede Deutsch. Das ist ein deutsches Spiel, dachte ich. Ich dachte, das ist komplett in Deutsch. Oh, Leute. Oh, Gott. Sind da welche in der Luft oder was? Ja, natürlich. Oh, Gott, ey. Weg damit! Das ist echt nicht leicht. Das kann ich euch nur so sagen, es ist echt nicht leicht gerade. Fliegen da mal hoch. Oh, jetzt wo ich hier oben bin, geht ja noch mehr ab. Ah. Ja, schön. Jetzt wo mir das nichts mehr bringt. Geil. Kurz ein bisschen hoch. Und jetzt haben wir es wieder. Okay. Oh Gott, ich mach mal lieber den Schild an. Oh. Die wissen aber auch wirklich immer genau, wo ich bin. Die treffen mich aus jeder Position. Das ist abnormal. Das ist wirklich einfach nur abnormal. Ach, da ist auch noch was. Das ist ja schön. Du hast daneben geschossen, dafür stirbst du. Oh Gott. Was? Basisverteidigung vernichten? Ernsthaft jetzt? Nicht wirklich, oder? Wie soll ich denn die Dinger vernichten? Empfehle Beseitigung der Feinde, um den Bereich zu sichern. Zuerst die Drohne, dann die Party. Nahaha. Erst die Drohnen, alles klar. Die Drohnen finde ich noch nicht mal so schlimm. Ich finde die anderen Sachen hier viel schlimmer, um ehrlich zu sein. Ja, da sehen wir schon die anderen Dinger. Ah, zu weit. So, das schnappen wir uns einfach mal. Allein schon, um zu schießen. Und go. Und go. Ey. Geh doch bitte kaputt. Weg hier. Ey. Nehmen wir uns mal da hinten den Bereich vor. Der anscheinend jetzt wieder
komplett geschützt ist. Ey, das ist nicht wahr. Bitte, bitte, bitte. Kannst du da nicht irgendwas mal kaputt machen? Ziel untergetaucht. Ja, wir sollten auch lieber ein bisschen untertauchen. Oh Gott. Ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Ich erinnere mich noch an den Anfang, wo ich sagte, ach, das ist doch viel zu leicht. Jetzt wünsche ich mir wieder diese leichte Zeit zurück. Unglaublich. So, wir fliegen immer noch da. Den können wir von hier aus schon erwischen, das ist schön. Jetzt den. Oh, sind ja noch so viele. Oh, den kann ich von hier aus erwischen. Alles klar, dann machen wir das auch. Und bang. Bang, 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 bang. Ich sag bang, bang, biggity bang, 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 bang. Jarvis, was hältst du von diesen AIM-Fahrzeugen? Technisch um einiges besser als Maja, aber nichts im Vergleich zu ihrer letzten Schöpfung. Bist du jetzt auf den Ego-Trip, Jarvis? Gefällt mir dieser Jarvis. Autsch. Wieder eine Drohne. Einfach ein bisschen in diesen Raketen mal ausweichen, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Und damit haben wir doch, glaube ich, auch den Bereich gesichert, oder? Oder auch nicht. Oh, könnt ihr mal bitte aufhören, so viele zu spawnen? Ey, das ist übertrieben. Wow. Den kriegen wir. Hua! Kriegen wir den von hier hinten? Nein, kriegen wir nicht. Kriege ich überhaupt was von hier? Da unten ist ein... Steuerungsdrohne eliminiert. Ah, das sind die Drohnen, die wir zerstören sollen. Damit ich dann hier durchfliegen kann. Das verstehe ich auch. Man lernt immer dazu bei einem Blind Let's Play. Eigentlich kann mich doch jetzt hier nichts abschießen. Eigentlich. Aber hier ist schon wieder was gespawnt. Och, das kann doch nicht sein. Ich hab doch gerade deinem Vorgänger schon gesagt, dass ich dich nicht mag. Mann, Mann, Mann. Komm. Hui. Oh Gott. Bitte kaputt gehen, bitte kaputt gehen. Dankeschön. Bitte kaputt gehen, sagte ich. Und weg damit. Und tschüss. Noch einer übrig. Los geht's. Das war ganz kurz eine kleine Verschnaufspause. Die war notwendig. Oh Gott, ich sollte vielleicht doch nicht direkt im Feuer stehen. Bitte. Cool. Das finde ich jetzt cool. So, und das ist, glaube ich, diese Drohne. Können wir von hier aus schon... Das kriegen wir schon. Erstmal versuchen, alles von hier aus schon kaputt zu machen, weil anscheinend bin ich hier erstmal sicher. Was machst du da? Ach komm, Unibeam und weg ist das doch. Was denn immer für ein Ziel? Kann mir das mal jemand erklären, was er immer meint mit diesem Ziel? Oh nein! Feindliches Lager schwer beschädigt. Oh bitte sag jetzt nicht, ich darf das nochmal alles machen. Ich bin jetzt extra weggegangen, damit ich die Gegner besiege und jetzt heißt es auf einmal, nö, ist nicht. Oh, bitte, weg mit der Drohne. Au. Wo sind denn... Oh, jetzt kommen da wieder neue Fahrzeuge. Ich hab's mir gedacht. Oh, da kommen schon die nächsten zwei. Die
treffe ich jetzt von hier aus, glaube ich, noch nicht, oder? Na. Jetzt aber. Irgendwer schießt mir jetzt in den Nacken. Drohnen natürlich. Ich sollte vielleicht meinen Repulsor doch verstärken. Ich glaube, das ist das nächste, was ich unbedingt brauche. Den Repulsor-Verstärker. Weil das ist doch heftig, was die hier an Leben haben. Was ist denn das hier alles? Alter! Ey. Ah, okay. Hab verstanden. Weg damit. Weg damit. Und weg. Bitte damit. Da nochmal so ein bisschen drauf. Oh, warum sind das so viele? Nur so diese kleinen Schüsse, die tun mir irgendwie nichts. Aber trotzdem sind die nervig. Oh. Ich hab's gewusst. Oh Mann. Aber wenigstens eine Drohne weniger. Oder? Ich weiß es nicht. War da nicht mal was mit den Raketen abfangen? Irgendwie merke ich davon nichts mehr. Irgendwie braucht man das hier nicht, beziehungsweise schafft das gar nicht. Weil hier viel zu viele sind. Schon wieder ein U-Boot-Auftaucher. Ich lasse den U-Boot, das U-Boot lasse ich jetzt einfach mal. Alle Bereiche geräumt, Sir. Ach, ich muss das U-Boot auch zerstören. U-Boot mit der Fähigkeit, sich selbst mit erhöhter Geschwindigkeit zu reparieren. Schneller, schwerer Beschuss empfohlen, Sir. Haha. Ja. Ja, wie, jetzt kommst du jetzt nicht mehr her, oder was? Willst du nicht mehr mit mir Pferdchen spielen? Das war kurz weg. Oh, Mann, ey. Na, danke. Das ist so doof. Das ist so doof. Aber guckt mal, Leute, der zieht mir nicht wirklich viel ab. Ich lasse es einfach auf Vitalsystem und dann geht er automatisch wieder weg. Oh, kann ich mich irgendwo hinstellen? Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit da die L2-Taste gedrückt zu halten. Ja, so. Sie wurden vom PlayStation Network abgemeldet. Ach, das ist doch toll. Zack und zack und zack und ja, doch wieder unter. Ja, jetzt ist das hier eigentlich nur noch eine Warteaktion. Richtig schön. Ziel aufgetaucht, Sir. Identifiziert, Sir. Oder so. Na los. Sollten es ja bald geschafft haben. Tut mir natürlich leid, dass es jetzt hier so eine blöde Sache ist. Oh, ey, es wären noch zwei Schüsse oder drei Schüsse maximal. Heißt, in der nächsten Runde kann es sein, dass ich ihn schon fertig habe. Wäre schön, sagen wir es mal so. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Level. Na los. Bam. Und wieder schön aufladen. Bam. Oh, komm schon. Bam. Geht doch. Und jetzt? Was kommt wieder jetzt für ein paar Einheiten? Hallo? Hä? Ah,
Get 2 AM-Projekte, die nach Energiequellen suchen. Was wollen Sie damit antreiben und wozu? Sie sind sogar für unser Militär eine Bedrohung. Was hast du denen verkauft, Tony? Verdammt, Brody, sie haben sich alles geschnappt, was im Bestand war. Wo kommt es denn sonst her? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Und damit haben wir auch die nächste Mission geschafft. Besiege AIM und zerstöre den Zerstörer. Und sichere den Zerstörer. Ja, vermeide Schäden am Zerstörer und an der Crew. Gegen die Uhr. Ey, wir haben mal wirklich alles geschafft. Das ist ja geil. Wir haben gegen die Uhr geschafft und Feinde eliminiert. Das hat jetzt ein bisschen Geld gebracht. Aber wirklich nur ein bisschen. So, fortgeschrittener Ionenrepulsor. Alles klar. Wieder ein kleines Video, okay. Gut Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Iron Man. Mein Name ist EditLP. Bis dann, Leute. Tschüss.